Heute gibt es mal wieder ein kleines Interview zum Thema Praktikum bei Chemed Labs mit dem lieben Alexander. Gleich geht's los. Hi und herzlich willkommen zur Wissen rund um die Apps mit Chemed Labs. Heute mal wieder ein kleines Interview, und zwar habe ich den lieben Alexander bei mir mit dabei, der jetzt seit aktuell 1,5 Wochen bei uns im Praktikum ist. Ein paar Tage stehen noch an. Von dem her freut es mich, dass du Lust hast, einfach zusammen ein bisschen drüber zu sprechen. Erzähl doch vielleicht einfach mal so am Anfang ein bisschen, was du gerade so schulisch so machst, wie du so in die Richtung gekommen bist. Gut, gerne. Also ich bin gerade hier am Goethe-Gymnasium, hier in Karlsruhe, komme jetzt in die Kursstufe, also in die 11. Genau, zu euch bin ich gekommen, dadurch, dass ich halt eigentlich ein Bogi-Praktikum in der 9. Klasse machen musste. Ist natürlich leider durch Corona ausgefallen, habe es jetzt danach geholt in den Ferien. Und wieso genau eure Firma? Das ist eigentlich einfach zu beantworten, weil in meiner Freizeit interessiere ich mich auch selber für die App-Entwicklung. Macht schon seit knapp 3 Jahren. Dann auch mit React Native, und deswegen habe ich einfach bei Google eingetippt, was für App-Entwicklungsfirmen hier gibt. Und da bin ich auf eure gestoßen, habe euch angeschrieben und ja, deswegen bin ich da. Sehr schön. Also das heißt, du hast auch schon ein bisschen Erfahrung im Vorhinein im Programmieren gehabt. Genau, ja. Wie bist du denn damals so dazugekommen, so auf die Idee, überhaupt mal was mit Programmieren zu machen? Also es ist schon witzig, sage ich mal. Und zwar hatte ich eigentlich nicht wirklich was mit Programmieren oder, sage ich mal, mit Computern wirklich am Hut früher. Das war, als ich 11, 12 war. Ist mein Freund zum Coda-Dojo hier in Karlsruhe gegangen. Das ist so ein kleiner Club, sage ich mal, hier am KIT. Ich habe gedacht, ja, okay, komme ich auch mal mit, gucke ich zu. Fand es ganz spannend, da mit Scratch und so zu programmieren. Bin dann über zu Python. Und irgendwann kam ich dann halt zu Webseiten, habe dann HTML, CSS und natürlich im Endeffekt JavaScript gelernt. Und genau, und dann dachte ich so, Apps sind eigentlich ganz cool. Ich kenne eigentlich nur JavaScript, was kann man damit eigentlich anfangen? Bin so dann auch auf React Native gestoßen und habe es seitdem so weitergemacht. Es ist ein Einstieg, den ich jetzt schon häufiger gehört habe, einfach mal so in Richtung irgendwie Webseitentechnologie mal ein bisschen rumspielen und dann häufig mal irgendwie so ein bisschen, ja, das Gefühl irgendwie, dass es schön ist, was selbst zu erstellen in relativ kurzer Zeit und damit dann irgendwie auch zu arbeiten. Ja. Hattest du dann für dich auch irgendwie so irgendwie ein kleines Projekt, wo du sagst, ja, was weiß ich, das wollte ich mir mal machen, weil ich da quasi so ein bisschen einen Need für hatte? Oder was hast du da so gemacht? Ja, kann man so sagen. Sag ich mal, eine meiner ersten Apps war eine Einkaufslisten-App, weil ich es eigentlich richtig gehasst habe, die ganze Zeit irgendwie einen Einkaufszettel mitzunehmen, und dann vergisst du oder verlierst du den irgendwie. Und dann, ja, muss man Mama anrufen oder so. Deswegen habe ich mir dann eine schnelle App zusammen gemacht. Programmiert, eher gesagt. Hat dann auch Spaß gemacht. Bin auch weiter auf andere, größere Apps, sage ich mal, immer weiter aufgestiegen. Genau. Nach dieser App gab es nicht wirklich Apps, die ich jetzt für mich direkt gebaut habe, sage ich mal, irgendwie Eierkocher oder sowas, so eine App dafür, sondern bin dann immer in die Richtung gegangen, um in jedem größeren Projekt immer eine neue Technologie einzubauen, wie irgendwie mit Datenbanken zu arbeiten oder ein bisschen Backend einzubeziehen, damit ich mal ein größeres Spektrum von all den Technologien erfahre und dass ich mich dann auch ein gescheit ein bisschen einarbeiten kann. Und genau. Viel experimentieren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, Einkaufslisten ist auch ganz häufig so ein Ding, mit dem man mal startet, wo dann natürlich schnell Fortschritt sieht. Also cooles Ding. Jetzt bist du jetzt seit ein paar Tagen hier. Wie waren denn so deine ersten Erfahrungen? Hast du für dich schon was mitnehmen können? Oder wie war so die Erfahrung für dich? Auf jeden Fall konnte ich was mitnehmen für mich. Ich fand es sehr informativ und sehr cool auch, dass ich dann zwei zuständig für mich gekriegt habe. Einmal den Jens und einmal den Thomas vom Android- und iOS-Entwicklungsteam. Habe dann zum einen mitbekommen, wie eigentlich so die Struktur innerhalb einer Firma ist, wie das mit echten Projekten eigentlich zustande kommt, wie die Planung ist, wie kompliziert es eigentlich auch im Endeffekt ist. Weil
Natürlich habe ich jetzt zu Hause schon mehrere Apps gebaut, und weiß dann oder habe gedacht, dass ich weiß, wie das eigentlich wirklich so abläuft. Ja, genau, und da kam ich halt hierher und dann sieht man, dass es eigentlich wirklich viel komplexer ist, dass so ein großes Team dahinter steht, wie alle schön harmonisch miteinander arbeiten, was für Technologien bzw. Plattformen ihr dann auch benutzt, weil das, was man, sag ich mal, denkt, dass man kann, ist ein bisschen oberflächlich, dann integriert und weitere Sachen, die dann wirklich eingebunden werden bei euch, ist dann halt nochmal ein höheres Level und das hat mir, sage ich mal, nochmal näher gebracht, wie viel eigentlich dahinter steht. Hat dich das dann eher abgeschreckt oder jetzt eher motiviert, da noch mehr zu Nee, also machen? abgeschreckt nicht. Es hat mir einfach nur gezeigt, was ich vielleicht auch noch jetzt zu Hause lernen könnte, weil ich dachte, okay, das Programmieren kann ich ja. Und dann sind auch so Teilbereiche, von denen ich jetzt nicht wirklich was gewusst habe, wie zum Beispiel App Store Management oder generell, wie man halt so eine App, sag ich mal, finisht oder sowas. Das sind solche Sachen, über die man sich vielleicht allein nicht wirklich Gedanken macht. Genau. Und ich konnte halt sehen, was für eine Plattform man eigentlich jetzt mehr oder weniger beherrschen sollte, damit man auch wirklich in der Firma gescheit arbeiten kann. Und das finde ich gut, weil die kann ich jetzt zu Hause lernen. Sehr schön. Also, wenn ich das so raushöre, ist das schon auch was, was du irgendwie weiter treiben möchtest, in die Richtung vielleicht dann auch später mal gehen. Man hat ja gerade gesagt, du kommst in die 11., das heißt, hast noch 2 Jahre dann Schule, wenn ich richtig rechne, oder Also was hat nee, man in der? so gesagt ja, also Ja, 11. und dann 12. genau. Also, von dem her steht dann danach ein Studium an. Voraussichtlich ja, also der Plan bis jetzt ist dann gleich ans KIT zu gehen. Aber ich muss mich halt noch informieren, sage ich mal, in welche Richtung ich dann gehen möchte. Aber dann irgendwas mit Informatik auf jeden Fall, weil es mir schon sehr am Herzen liegt. Genau, Sehr soweit cool. ist der Plan. Sehr cool. Ich meine, darum geht es ja in erster Linie auch noch mal ein bisschen zu sehen, ist so in solchen Praktika, ist so die Richtung, wo man so das Gefühl hat, das könnte interessant sein, ist das dann auch wirklich was, um da in die Richtung zu gehen? Weil ich glaube, da hat Programmieren den großen Vorteil, dass du halt zu Hause schon sehr viel Einblick eben haben kannst. Andere Berufe haben das jetzt eher nicht. Also keine Ahnung, kann jetzt zu Hause halt mal doch Mauern oder was auch immer bauen, kann ich schon auch, aber man, da kriegst du schon recht viel mit, aber in der Tat, glaube ich, ist es schon ein größerer Unterschied, wenn ich halt eben mit mehreren Leuten an was arbeite, ist es eine andere Struktur, damit es halt eben nicht ja, unnötig Arbeit halt eben entsteht. Also freut mich, dass du da sowas in die Richtung mitnehmen kannst. Wie ist es denn deinem Gefühl nach? Gibt es eine Gruppe oder Art von Personen, denen du das empfehlen könntest, wo du sagst, wenn du so und so bist, dann guck dir das auf jeden Fall mal an, weil könnte für dich spannend sein. Ich würde schon sagen, ja. Also auf jeden Fall, wenn du interessiert bist an Apps, sag ich mal, dafür brennst, und auch nicht scheu davor bist, neue Sachen zu lernen und dich Problemen zu stellen, weil man denkt, dass es eher banale, einfache Apps sind und dann kommt man hierher und dann sieht man, okay, das ist irgendeine App für, keine Ahnung, irgendeine Baufirma, womit man halt noch nie wirklich konfrontiert wurde. Da kommen natürlich ein paar Hürden auf dich zu, die du dann versuchen solltest, irgendwie zu überspringen. Genau, wenn man so eine Person ist, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Und ja, halt Spaß Ja, ist. also wenn du da in die Richtung gehörst, melde dich einfach. Vielleicht finden wir da auch mal ein Praktikum, das ist kein Problem. Genau, blenden wir mit Sicherheit auch wieder ein, die Möglichkeiten, wo man sich melden kann. Ja, klingt sehr, sehr positiv. Gibt es denn auch in irgendeiner Form irgendwas Negatives, wo du irgendwie sagst, okay, das habe ich jetzt so in der Woche erfahren, das waren Dinge, die hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass das irgendwie was für sich nervig ist oder so? Nee, also an sich am Job jetzt eigentlich nicht wirklich. Da gab es nur eine Sache, sage ich mal. Es kommt natürlich halt, was für ein Projekt, wirklich der Kunde, mit welchem Projekt der Kunde kommt. Dann gibt es manchmal vielleicht was Lästiges. Aber das ist halt bei jedem Job so, dass je nachdem, was für ein Kunde halt da ist, dass man dann halt irgendwie eine richtig alte App nochmal managen muss oder so. Natürlich ist das nicht spaßig, aber gehört halt dazu. Aber ich habe auch vieles gesehen, was super nach Spaß aussieht, beziehungsweise auch Spaß macht. Deswegen kann ich eigentlich nicht wirklich was beklagen. Okay, wie ist es denn jetzt durch die Erfahrungen, die du gemacht hast? Also React Native machen wir hier zwar, wir haben auch Kollegen, aber das ist bei uns eine kleinere Sparte. Wir sind mittlerweile ja Cross-Plattform eher in Flutter unterwegs, beziehungsweise auch noch halt in der nativen Entwicklung. Das war ja auch mit der Grund, warum halt eben Thomas und Jens sich beide um dich gekümmert haben, dass du halt eben die einzelnen Bereiche dann nochmal ein bisschen besser mitbekommst. Wie ist es denn jetzt so nach den Erfahrungen aus der
jetzt noch einigermaßen kurzen Zeit, war jetzt auch nicht Ewigkeiten. Hat sich da bei dir ein bisschen was gedreht, in welcher Art du dann entwickeln möchtest zukünftig? Gewissermaßen ja. Also von React Native komme ich, sage ich mal, nicht komplett weg. Ich werde es immer noch weiterhin machen. Aber ich habe mir auch vorgenommen, dass ich dann jetzt, sage ich mal, mein Wissen expandiere, sage ich mal, auf andere Bereiche übergehe. Dann in die Android-Entwicklung, sage ich mal, mit Kotlin dann anfangen, um mich da ein bisschen umzusehen und das auch ein bisschen zu lernen, weil Cross-Plattform ist auf jeden Fall gut, aber auch mal nativ was zu können, ist ziemlich wichtig, weil auch bei Cross-Plattform-Sachen ist es immer gut, ein bisschen nativen Code schreiben zu können, weil ich meine, im Endeffekt ist das ganze Konstrukt ja auf nativen Code basiert, deswegen. Ja, also am Schluss fällt ja auch was Natives raus, also allein fürs Debuggen oder ähnliches dann halt eben die Parts dann angucken zu können, ist ja Genau. auch ganz praktisch. Oder halt selber irgendwelche Komponenten dazu zu schreiben, ist natürlich auch sicherlich sinnvoll, das zu können. Plus, es macht auf jeden Fall auch Spaß, mal eine andere Welt zu sehen, weil zum Beispiel jetzt mit React Native hast du dann halt komplett andere Konzepte oder auch mit Cross-Plattformen, die sich halt wirklich stark unterscheiden von Swift UI oder Kotlin dann. Und sage ich mal, seinen Horizont ein bisschen zu weiten. Das ist ziemlich gut, sage ich mal, noch eine andere Sprache dazu zu lernen, ein paar neue Konzepte zu entdecken. Deswegen auf jeden Fall ja. Sehr, sehr cool. Dann vielen lieben Dank. Ich glaube, da haben wir jetzt genug aus dir rausgepresst. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, die letzten paar Tage sind auch noch gut für dich, sodass wir uns vielleicht auch später mal wiedersehen. Wenn ihr Fragen oder so auch an Alexander selbst habt, könnt ihr im Grunde einfach vielleicht einfach in die Kommentare schreiben. Dann beobachten wir das beide mal Ja. und beantworten dann auch möglichst. Von dem her, vielen lieben Dank Danke auch dir. Ich dir hoffe, wir und sehen euch. uns wieder. Genau. Und euch bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Und natürlich hier Ja. alles immer liken, abonnieren und so weiter. Bis Und dann. die Glocke aktivieren. Genau. Ciao, ciao. Ciao.